Insanity, meine Besten, hier ist, wo ich mag, und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles. Und ja, in der letzten Folge haben wir das Playthrough mit Sonic beendet und wie ihr seht, spielen wir jetzt mit Knuckles. Das, was ihr da eben gesehen habt, das war eine kleine Sequenz, die spielt, wenn man nur Sonic und Knuckles hat und dann mit Knuckles zu spielen auswählt. Also die spielt nicht, wenn wir hier jetzt in Sonic 3 und Knuckles, also in dem Linked Game Knuckles auswählen, dann kommt das nicht. Das passiert nur, wenn man nur Sonic und Knuckles einlegt und das habe ich von meiner Mega Collection für den GameCube aufgenommen. Wundervolle Collection, wenn ihr sie noch nicht habt, holt sie euch gerne. Und hier haben wir einen Special Ring, wie bei Sonic an dieser Stelle versteckt und diese erste Special Stage werden wir noch gemeinsam absolvieren, einfach damit ihr mal das, das Modell von Knuckles seht, aber ansonsten werde ich mir vorbehalten, diese kleinen Minigames hier zu überspringen bzw. nachher rauszuschneiden. Ich werde natürlich mit Knuckles alle Chaos Emeralds sammeln und nachher auch alle Super Emeralds, aber ich möchte euch da nicht zwingend wieder mit dabei haben müssen, weil das ist irgendwie doch etwas langweilig, denn wir kennen dieses Stateless und seien wir ehrlich, sie hängen uns doch inzwischen zum Hals raus und deswegen müssen wir sie nicht zwingend hier noch einmal alle 14 Stück sehen. Das wäre mir persönlich auch etwas zu viel und ich wüsste überhaupt nicht mehr, worüber ich reden sollte. Aber ja, die Story ist an sich die, dass einer der Eggbots aus Sky Sanctuary Zone nicht komplett zerstört war und wieder aufgestanden ist. Das sieht man auch, wenn man das letzte Level nicht mit Hypersonic absolviert hat, sondern nur mit Super oder dem normalen Sonic. Und ja, dann steht da so ein Egg-Robo auf, aber ich hatte keine Lust, das Spiel extra für diese 2-Sekunden-Cutscene nochmal komplett neu zu starten. Und nochmal komplett durchzuspielen vor allem. Und ja, seht es mir nach, aber ich habe das Spiel in letzter Zeit relativ häufig gespielt. Und ja, insofern hoffe ich, dass man mich da verstehen kann. Ja, aber Knuckles hat hier in diesem Spiel also sein Debüt und ist wirklich... Er ist eine coole Figur. Er ist nicht ganz so schnell wie Sonic, glaube ich. Und er kann vor allem, und das ist mir zu 100% klar, er kann nicht so springen wie Sonic, aber dafür kann er... Und das hat, das habt ihr natürlich auch schon gesehen, er kann gleiten in der Luft, wenn man noch ein zweites Mal die Aktionstaste drückt und kann damit einiges an Entfernung gut machen. Und das ist auch ziemlich wichtig, er kann an Wänden hochklettern. Er kann seine Knöchel in die Wände einhaken und kommt dann an den Wänden hoch, etwa so. Zack, klettern. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Knuckles hat dadurch einen weit höheren Fokus auf Erkundung der Level, als Sonic das hat. Außerdem kann Knuckles durch diverse Wände, durch die Sonic Spin dashen müsste, einfach durchlaufen. Aber ja, also Knuckles wurde von dem Egg-Robo angegriffen und der Egg-Robo möchte also einmal mehr Angel Island zerstören, obwohl Robotnik selber überhaupt nicht mehr dabei ist und ja, keine Ahnung. Irgendwie so ist das und das ist eigentlich auch genug Plot und das reicht uns auch, um erneut auf dieses große Abenteuer über, durch ganz Angel Island aufzubrechen. Hier sehen wir jetzt, haben wir den alternativen Pfad für Knuckles, den wir im Sonic Playthrough nicht nehmen konnten. Und Knuckles seinerseits kann hier wieder, den Weg von Sonic nicht nehmen, weil er da überhaupt nicht hochkommt, weil er den Felsen zerstört, wenn er drauf springen möchte. Und naja, also muss Knuckles hier unten lang. Und ja, wir sind schon beim Zwischenboss. Deswegen war eben einmal kurz die Musik auch aus. Und Knuckles hat, ja, ist grundsätzlich der Hard Mode dieses Spiels, könnte man sagen. Er hat ein paar andere Zwischen- und Endbosse hier und da. Die meisten sind an sich gleich, aber es kommt mir so vor, als hätten die hier und da ein paar neue Tricks. Und Knuckles ist außerdem häufig in weniger vorteilhaften Positionen als Sonic das ist, wenn er die Gegner bekämpft. Also Knuckles ist durchaus als der Hard Mode des Spiels zu bezeichnen, aber er hat ein wesentlich kürzeres Playthrough als Sonic. Hat sogar Knuckles fehlen sogar mindestens 2 Zones, meine ich. Und hier sehen wir jetzt das erste Level extra für Knuckles. Der gesamte Act 2 von Angel Island Zone
ist komplett um Knuckles herum aufgebaut. Und daran sieht man das unter anderem auch wieder, dass Sonic und Knuckles und Sonic 3 ursprünglich das gleiche Spiel sein sollten. Denn warum wäre sonst eine komplett für Knuckles designte Stage in Angel Island Zone, das zu Sonic 3 gehört? Das würde keinen Sinn machen. Und insofern kann man davon ausgehen, dass beide Spiele also ursprünglich ein und dasselbe sein sollten. Zur Story. Offiziell wird gesagt, dass Sonic die Story von Sonic und die von Knuckles gleichzeitig spielen. Aber das ist natürlich Schwachsinn, denn erstmal würde Knuckles nicht gleichzeitig Eggmans Roboter bekämpfen und mit ihnen zusammen gegen Sonic arbeiten. Und auf der anderen Seite macht das aus so viel mehr Gründen keinen Sinn. Zum Beispiel, warum ist es der Egg-Robo, der Knuckles angreift? Warum ist es nicht Robotnik, der hier alles zerstört und so weiter? Es macht nicht wirklich Sinn. Es macht nicht wirklich Sinn. Und es wird noch einige weitere Kleinigkeiten geben, die darauf hinweisen. In diesem Level war es allein schon, dass man im Hintergrund nicht den Ozean gesehen hat. Wow, beinahe beim ersten Boss gestorben. Das wäre ja peinlich gewesen. Also hier in diesem ersten Level allein ist es an sich schon, dass man den Ozean im Hintergrund nicht sieht, sondern den Himmel. Und das heißt, Angel Island ist wieder zurück im Himmel und der Master Emerald ist da, wo er hingehört. Und das war er am Anfang ja nicht. Und also er war es an sich schon, aber Angel Island wurde durch das Death Egg runter befördert. Und ja, das ist hier nicht der Fall. Insofern kann es gar nicht zeitgleich stattfinden. Und wie gesagt, es macht auch sonst keinen Sinn. Aber ja, Knuckles springt einfach nur hinunter. Der braucht diese ganzen komischen Schalter nicht, die Sonic, letzten Endes ja, die Sonic eigentlich durch die Insel gebracht haben. Ohne Knuckles wäre er an vielen Stellen eigentlich gar nicht weitergekommen, obwohl Knuckles ihn aufhalten wollte. Naja. Ach, Knuckles. Knuckles ist cool. Knuckles ist rot, Knuckles ist lustig. Und Knuckles ist der Hard-Mod des Spiels. Es sind auch hier und da nicht ganz so viele Special Stages mit ihm erreichbar, wie ich finde. Also der gesamte zweite Akt von seiner Angel Island Zone hat, soweit ich weiß, keine, absolut gar keine Spezialringe. Und das finde ich etwas seltsam und etwas blöd, weil man dann hier zum Beispiel so sehr darauf achten muss, dass man hier ein paar mitbekommt. Aber gut, alles gut, alles, blöder Gegner, alles in Ordnung. Und ja. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Nein, ich will da hoch, ich will da hoch. Jetzt können wir mal versuchen, Knuckles richtig zu unserem Vorteil einzusetzen und irgendwie da hochzukommen. Ich möchte nämlich ganz gerne ein paar Special-Ringe mitnehmen, wenn es irgendwie geht. So, jetzt müsste es gehen. Schauen wir mal. Jetzt können wir hier rüber gleiten. So, hier runter, genau. Und, nee, irgendwie, hier passiert gerade nichts. Ah, ich meine, jetzt müssen wir hier einmal, rüber und, müssten dann hier irgendwo links eigentlich, genau hier, zu dem Ring kommen. So, und damit haben wir schon unseren dritten Chaos Emerald wieder. Nicht ganz so schnell wie mit Sonic, aber, eigentlich doch schnell genug immerhin. Und das ist natürlich das Wichtigste und, oh, jetzt geht's hier runter. Okay, waren sich nicht beabsichtigt, aber meinetwegen. Ich weiß ja noch, wo genug von diesen Dingern, von diesen Emeralds versteckt sind, um nachher keine Probleme zu haben, eine gewisse Superform zu finden. Und hier sehen wir schon, hier wird es ein bisschen fieser, mit Knuckles durchzukommen. Hier müssen wir nämlich diese Propeller hier benutzen, um mit Knuckles über diese Stacheln zu kommen, was jetzt nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ah, ich hasse diese blöden Piranha-Gegner hier, die einen festhalten und dann saugen sie einem die Ringe ab langsam und man kann nicht wirklich viel dagegen machen. Man kann sich dann auch nicht rollen und nichts. Oh, komm, Luftblase. Oh, beinahe durch Sauerstoffmangel gestorben. Ein grausiger Erstickungstod. Schlimm eigentlich, oder? Ganz, ganz grausam, in was für Situationen man diese netten, kleinen, anthropomorphen Kreaturen hier steckt. Ich hasse diese blöden Krabbengegner. Ganz ehrlich, das sind meine Hassgegner aus Sonic 3 und Knuckles, glaube ich. Hatte ich den gerade nicht getötet? Ich habe keine Ahnung. Ach, es ist mir jetzt auch egal. Denn hier haben wir den Zwischenboss von Aquatic Ruin Zone. Hydro City Zone. Aquatic Ruin, was sage ich schon?
Ja, mit Knuckles ist die Sache. Wir müssen, wenn wir aus dem Wasser wollen, an den Wänden hochkrabbeln. Das bringt uns aber auch den großen... Nein! Den großen Vorteil eigentlich, dass wir aus dem Wasser herauskrabbeln können. Oder klettern können. Wenn wir das denn unbedingt möchten. Ja, und jetzt wurde ich natürlich trotzdem getroffen und bin sogar gestorben bei diesem Boss. Einfach, weil ich sacke mit Knuckles. Es tut mir leid. Mit Knuckles bin ich wirklich nicht so gut wie mit Sonic. Und obwohl ich an sich nicht ungern mit Knuckles spiele, muss ich doch sagen, letzten Endes, wenn ich die Wahl habe... Nein, Mist! Dann spiele ich eigentlich lieber mit Sonic oder mit Tails, weil ich finde, dass Knuckles einfach seiner Sprünge wegen schon in manchen... So, das wollte ich nämlich eben eigentlich machen. Allein seiner Sprünge wegen schon manchmal in unvorteilhaften Situationen ist, die sich mit Sonic einfach nicht ergeben. Also mit Knuckles muss man teilweise etwas strategisch, etwas langsamer vorgeben. Und das ist es nicht zwingend, was ich immer in einem Sonic haben will. Ich möchte es nicht ganz raus haben, aber naja, meine Besten, in dem Sinne, denke ich eigentlich, reicht das auch für eine Folge. Insofern, ich bin Marc, ich hoffe, diese Folge von Let's Play Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.